Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht am Pfau weiter. Ich habe mir gerade schon mal zwei Farben rausgesucht. Ich habe die ja immer noch in diesem bescheuerten Tütchen. Das ist nervig, weil man sieht nicht richtig, welche Farbe das ist. Aber ich hatte keinen Bock, das nochmal umzufüllen. Ja, deswegen in den Tütchen gelassen und einfach mit Washi-Tape zugeklebt. Nicht optimal, aber nun gut. Das Bild ist ja fast fertig, also viel fehlt jetzt ja nicht mehr. Deswegen habe ich es aber jetzt nicht mehr umsortiert. Aber es ist nicht schön. Ich sehe gerade, hängt was drauf. So. Ja, viel fehlt nicht mehr. Ich bin fleißig dabei, es fertig zu machen. Ich will gleich mal schauen, dass ich dieses Nussknackerbild gleich raussuche. Ich hoffe, ich muss nicht alle Bilder dafür aus der Ecke kramen. Mal gucken, wie viel Staub mir entgegenkommt. Aber das will ich gleich noch machen. Und da werde ich das aber auf jeden Fall... Ja, ich habe kein Dings frei momentan, keinen Koffer. Dann muss ich das einfach in Zip-Tüten reinmachen. Oder eventuell in Tic-Tac-Dosen. Mal gucken. Mal schauen. Aber erstmal muss das natürlich fertig werden. Ein Stückchen ist es noch. Also das, was ihr hier so sehen könnt, ist es quasi noch. Und warte mal, ihr seid jetzt hier. Ja, hier ist fast Ende. Ne? Da kommt noch so ein 2 cm. Aber viel ist es nicht mehr. Und sobald ich das fertig habe, möchte ich dieses Nussknackerbild anfangen. Da freue ich mich schon total drauf. Mal gucken, für das painte ich dann, glaube ich, auch mit einem Buch. Genau, passend getroffen, mit einem normalen Stift. Ich habe nämlich von meiner Freundin Nadine das Wachs von Steen for Steen bekommen zum Testen. Da bin ich mal gespannt, wie ich damit klarkomme, wie ich das finde. Das werde ich dann, glaube ich, bei dem Bild mal austesten. Ich weiß gar nicht mehr, das ist auch nicht so groß. Ich weiß aber nicht, ob es 30x40 war oder sogar größer. 40x50 vielleicht. Das will ich gleich noch raussuchen. So, hier haben wir jetzt das... Ja, dann machen wir das erstmal. Ja, das macht einfach mit diesen Tütchen keinen Spaß. Also es ist total nervig, aber ja, das extra jetzt nochmal umzuräumen, hatte ich halt auch keinen Bock. Und ich sehe, hier ist ein, das könnt ihr gerade gar nicht sehen, hier ist ein Steinchen auf jeden Fall falsch. Und dann stelle ich euch mal um. Seht ihr hier? Ja. Wo ich sehe, unten sind auch gerade noch erst, die mache ich mal zuerst. Dann habe ich die auch weg. Ja, eigentlich ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Ich mag diesen Pfau sehr gerne. Und der lässt sich eigentlich auch ganz gut painten. Also ich kann jetzt gegen die Actionbilder gar nichts Negatives sagen. Aber ja, ich möchte es einfach gerne fertig haben. Ne? Es liegt jetzt hier eine ganze Weile rum. Ich hatte erst richtig Bock, das zu painten, dann halt irgendwie gar nicht mehr. Und deswegen liegt es doch einfach jetzt schon so lange hier. Vielleicht liegt es da auch daran, weil es so ein, ja, ich sag mal, schon irgendwo ein Sommermotiv ist. Dass ich vielleicht deswegen nicht so Bock darauf momentan habe. Weiß nicht genau. Aber es sieht sehr schön aus und ich finde das auch mit den Sondersteinen ziemlich cool. Das gibt dem irgendwie nochmal so, ja, das gewisse Etwas. Das ist nicht so ein stinknormales Diamond Painting einfach, sondern mal ein bisschen was Besonderes. Aber ich bin einfach momentan nicht mehr so für Sommermotive. Also deswegen habe ich ja auch den Otter von der Olga, den ich ja gestickt habe, in den quasi Winterschlaf geschickt. Einfach, weil ich total Lust habe auf Wintermotive. Weiß nicht. Und deswegen will ich mir gleich auch noch die Nussknacker, mein Gott. Die Nussknacker rausholen. Mal gucken, ob das jetzt runde oder eckige Steine waren.
Wenn es echt eckige Steine sind, wovon ich aber nicht ausgehe, dann könnte ich da AB-Farben einarbeiten. Ja, ich suche es gleich raus. Aber jetzt painten wir erstmal eine Runde. Und wenn ich das nämlich dann fertig habe, also wenn ich das Video fertig habe, dann mache ich den Tannenbaum. Da habe ich eben schon angefangen, den auseinander zu fächern. Wir haben so einen künstlichen Baum und den, ja, machen wir halt immer so zusammen, damit der halt kompakter ist, wenn er so lange im Keller immer steht. Und da habe ich eben angefangen, dann kann man aber das essen. Das heißt, dann mache ich gleich weiter. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, die ganzen Lichterdrähte. Das werde ich aber heute wohl nicht mehr alles schaffen. Ich mache immer so Lichterdrähte an die Fenster. Das muss ich noch machen. Ich muss noch Batterien in die ganzen Sachen reinmachen. Das habe ich halt alles noch nicht gemacht. Ich habe ja noch einen Stern, den muss ich aufhängen. Also, ja, ein bisschen noch was zu tun. Und dann ist das Wochenende leider auch schon wieder rum. Also momentan, es ist turboschnell umgegangen dieses Wochenende. Ich meine, gestern hatten wir zwar einen Termin in Wuppertal für einen Reifenwechsel. Das hat auch eine Weile gedauert. Oh nein, wo ist er denn jetzt? Aber, also das, ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Gestern habe ich schon gedacht, boah, was? Schon so spät wieder, auch jetzt heute. Ich weiß auch nicht. Obwohl die Zeit ja nicht schneller umgeht, aber irgendwie weiß ich nicht. Bin ich immer so beschäftigt, dass es immer so schnell geht, ja. Und ich bin sehr gespannt auf das Wachs von Steen for Steen, wie das sein wird. Die Pichu paintet ja, glaube ich, ganz gerne damit. Ich habe bisher noch kein Bild von Steen for Steen gehabt. Und deswegen war meine Freundin so lieb und hat mir hier was geschickt. Ich habe überall hier Steinchen verteilt, ne? Also ich denke mal, spätestens wenn ich dann versiegel und ich mit dem Pinsel darüber gehe, dann finde ich wahrscheinlich noch welche. Das hatte ich nämlich jetzt in dem anderen Bild auch, in dem Halloween-Bild. Da habe ich versiegelt, da habe ich erst gedacht, boah, nee, da hast du einen Stein irgendwo, ist da rausgegangen. Der lag irgendwo drauf und ich habe ihn nicht gesehen. Das passiert hier bestimmt auch ein paar Mal. Manchmal guckt man da drauf, man guckt, ob man alle Steine erwischt hat, also ob man alle freien Plätze erwischt hat und dann versiegelt man und dann findet man erstmal noch eine Runde Steinchen, die man vorher nicht gesehen hat. So, jetzt klebt ihr am Bild. Jetzt muss ich mal ein bisschen verstellen. So, jetzt gehen wir hier in den Teil, den ich eigentlich auch painten wollte. Ja, ansonsten gibt es nichts Spannendes Neues. Also wenn ihr das Video seht, an dem Samstag möchte ich gerne Diamond Painting streamen. Mal gucken, welches Bild das sein wird. Vielleicht ja sogar das Nussknackerbild. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Vielleicht auch was anderes, vielleicht auch Cameroon. Mal gucken. Irgendwas Schönes machen wir aber auf jeden Fall. Ja, ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welche Diamond Painting Kanäle ihr gerne schaut. Vielleicht sind da welche bei, die ich noch nicht kenne. Weil es gibt gefühlt nur so wenig Leute, die noch Diamond Painting zeigen. Und wenn ihr da irgendwelche guten Kanäle habt, dann schreibt mir die gerne mal unten in die Kommentare. Dann gucke ich mal, ob ich die schon kenne. Und wenn nicht, schaue ich da einfach mal zu. Momentan bin ich ein bisschen am Nachschauen von Videos. Ich hänge ein bisschen hinterher. Das heißt, wenn ich nachher wieder am Schreibtisch sitze und painte, ich habe schon wieder einen Stein verloren, ne? Dann werde ich wieder weiter YouTube schauen, dass ich wieder alles aufgeholt bekomme. Ich glaube, ich muss den Stift auch einfach mal wieder anspitzen. Das werde ich nachher auch mal machen. Und dann komme ich hoffentlich halbwegs wieder auf den aktuellen Stand, bevor die Woche wieder startet. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Bilder wir nächstes Jahr fertigstellen können.
ungefähr, ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke, so um die 50 Bilder, die ich noch machen muss. Das ist jetzt mal so eine grobe Schätzung. Also jetzt Diamond Painting. Und da sind auch sehr viele große bei und da sind auch Josephine Walls noch bei. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich nächstes Jahr einiges fertigstellen kann. Einfach damit der Vorrat mal ein bisschen kleiner wird, weil ich habe wirklich unfassbar viel. Und ja, man sieht ja doch immer hin und wieder irgendwo mal was, wo man sich denkt, oh ja, das könntest du ja mal machen. Ja, oder ich habe es heute mit den Steinen. Oder es sind einfach nur irgendwelche Kleinigkeiten, so Anhänger oder so. Da habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich machen kann. Das ist immer für zwischendurch ganz gut. Karten natürlich noch. Da kommen natürlich jetzt so wieder die ganzen Geburtstage nächstes Jahr. Die ich dann auch alle machen möchte. Ja, der November ist für mich, eigentlich mag ich den November sehr gerne. Weil der November halt die Vorbereitung für mich ist auf Weihnachten, auf die richtige Weihnachtszeit. Aber ja, wer mich ein bisschen verfolgt hat dieses Jahr, der weiß, dass dieses Jahr meine Oma verstorben ist und ich hab's heute auch, ne? Ja, sie hat halt im November, Ende November Geburtstag und es ist halt irgendwie so ein bisschen traurig. Das ist das erste Mal, dass sie halt nicht dabei sein wird. Auch zu Weihnachten nicht und ja, vielleicht ist es doch einfach, dass ich deswegen nicht so Lust auf irgendwas habe. Also es ist den ganzen Monat schon so, ich habe nicht wirklich Lust, irgendwas zu machen. Also ich mache schon was, ich painte und ich sticke, so ist es jetzt nicht. Aber ich habe zwischendurch halt immer Tage, wo ich dann nach der Arbeit nach Hause komme, nach dem Essen und ich dann quasi ein bisschen Zeit habe, was zu machen. Ich dann einfach gar keine Lust habe, dann sitze ich lieber da, schreibe mit meinen Mädels, unterhalte mich mit denen. Normalerweise mache ich dann halt nebenbei irgendwas. Aber jetzt so die Woche, weiß nicht, also jetzt am Wochenende war das erste Mal wieder so nach einer Zeit, wo ich richtig Bock hatte zu painten, zu sticken, richtig was zu machen und auch einiges tatsächlich geschafft habe. Also ein bisschen was habe ich geschafft am Wochenende, das war cool, das hat Spaß gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich im Oktober, also wer meinen Stickjunkie gesehen hat, der weiß, dass ich da ein bisschen Holzsticker reingemacht habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich da einfach mehr Projekte fertig bekommen habe. Wegen dieser Holzstickereien. Das sind halt, ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Diamond Painting Karten oder so Anhängern. Die gehen halt relativ fix und man hat schnell ein Ergebnis. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich momentan einfach nicht klar, so schnell vorankomme, weil Bilder dauern halt nun mal. Vielleicht eine Kombi aus beidem. Weiß nicht so genau. Aber jetzt so gestern und heute hatte ich richtig Bock halt auch zu painten und zu sticken. Ich werde nachher auf jeden Fall auch weiter painten, wenn ich den Baum gemacht habe. Denn ich freue mich so sehr auf dieses Nussknackerbild. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe es ja, glaube ich, im Video letzte Woche schon gesagt. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf, weil ich mag Nussknacker total gerne. Ich habe dieses Jahr ein bisschen weniger Deko gemacht als sonst. Habe aber hier neben meinem Harry Potter Schloss tatsächlich einen ganz großen, na, das heißt ganz groß, also er ist schon ordentlich groß, ne? Nussknacker stehen. Und im Bad habe ich auf der Fensterbank auch so kleinen stehen. Ich mag Nussknacker irgendwie. Früher mochte ich die nicht so, aber seit ein paar Jahren finde ich die ziemlich cool. Und als ich dieses Bild damals gesehen habe, da war sowas von klar, das brauche ich. Und ich habe jetzt richtig Bock, das zu painten. Aber ich denke, ich werde gleich erstmal den Baum machen. Ja, erstmal den Baum und dann gucke ich nach dem Bild, weil dann habe ich das mit dem Baum nämlich erledigt. Weil ich habe jetzt halt hier die Kisten oben stehen mit den ganzen, ja, mit dem Baumschmuck halt, ne? Mit den ganzen, wie heißt das denn, Kugeln? Und das soll natürlich auch wieder runter. Also ich hatte jetzt die ganze Woche hier eine größere Kiste stehen, weil wir das nicht geschafft haben, die runterzubringen. Die haben wir jetzt schon mal unten. Boah, was habe ich denn hier heute? Also ich muss gleich den Stift unbedingt anspitzen. Egal, wie sehr ich den halt forme, trotzdem ist der wieder so stumpf.
Ja, und ich will halt nicht die ganze Zeit diese Kisten halt hier oben stehen. Das nervt halt auch noch. Wenn man dann halt so abends nach Hause kommt und man will dann entspannen. Also wir essen meistens im Wohnzimmer und schauen dann immer daneben bei Serie oder sowas. Dann, ja, dann willst du da halt nicht nur irgendwelche Kisten stehen haben. Apropos Serie schauen, ich muss nochmal meine PlayStation testen. Wir wollten Donnerstag, glaube ich, war das. Donnerstag oder Mittwoch, ich glaube Donnerstag, bei der Game of Thrones schauen. Und wir gucken halt immer meine alte PlayStation 3. Der hat die CD nicht mehr genommen. Also die konntest du reinschieben und der hat die nicht reingezogen. Keine Ahnung, muss ich jetzt nochmal testen. Wenn es jetzt nicht mehr geht, dann hat die einen weg. Die ist aber schon auch ein paar Jahre alt. Also ich habe die selbst schon gebraucht, gekauft. Ja, und wie lange habe ich die schon? Also ich wohne schon seit 5 Jahren her. Ich habe die schon mindestens 6 Jahre, glaube ich. Wenn nicht sogar schon 7 Jahre. Ich glaube eher, dass es 7 Jahre sind. Und ich weiß ja nicht, wie lange derjenige vor mir hatte. Also über 7 Jahre ist sie auf jeden Fall alt. Ja. Wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Da muss ich nur mal gucken, dass ich mir einen Blu-ray-Player kaufe. Wo auch DVD, also Blu-ray-DVD-Player. Weil ich nämlich beides hier habe. So wie Blu-rays auch, als auch DVDs. Ich habe zwar noch einen Laptop mit einem Laufwerk und ich habe auch ein externes Laufwerk. Ja, aber das ist immer so blöde abends dann halt, ne? Man will ja dann auch schnell was schauen und so. Und das soll ja nicht Ewigkeiten dauern, bis man da erstmal einen Film oder eine DVD überhaupt anhat. Na, muss ich mal schauen. So, es reicht mir jetzt. Ich gehe mal eben hier den Stift anspitzen. Bis gleich. So, weiter geht's. Sollte es eigentlich wieder ein bisschen besser klappen. So, ich würde sagen, wir wechseln aber jetzt trotzdem mal die Farbe. Naja, also das mit diesen Tütchen hier, das ist echt nichts. Das macht keinen Spaß, da rauszupinken. Aber wie gesagt, ich hatte keine Lust, das jetzt extra noch in den Zipbeutel umzupacken. Ich kann ja schon gar nicht mehr zukleben hier. Das Ganze. So. So, ich sehe hier ganz viel N. Schauen wir mal, was ist denn N? Das ist die 6. Das vielleicht? Nee, das ist K. Hier. Entschuldigt. So, ich sehe hier unten N. Seht ihr das noch? Gerade so, ne? Dann painte ich nämlich. Ach, da ist ja auch noch. Oh Gott, da ist ja auch noch ganz viel N. Ihr hängt am Bild fester. Ich habe euch aufs Bild draufgestellt. So. Dann machen wir erstmal hier unten. Löcher zu. Na, klappt auf jeden Fall schon besser mit dem Painten. Auf die Idee hätte ich wirklich mal früher kommen können. Ich glaube, ich muss mir demnächst nochmal einen Spitzer bestellen. Irgendwie besitze ich nur einen einzigen Spitzer. Da muss ich mir noch einen kaufen. Huch, hier habe ich den falsch rum aufgenommen. Ja, und ansonsten, das ist so, was ich jetzt halt geplant habe, was ich noch machen möchte heute. Man merkt halt einfach schon, also ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt? Ich sehe keine Uhr, ne? 2:15, kann das sein? Ja, ich glaube, das kommt hin. 2:15, 2:20. Man merkt einfach jetzt schon, wie die Sonne hier rumgeht. Also wir haben hier halt immer morgens Sonne hier im Wohnzimmer und später geht sie halt rum und dann haben wir die im Schlafzimmer.
Und es ist echt so, dass man jetzt einfach schon merkt, dass es wieder dunkel wird. Deswegen habe ich mir zuerst überlegt, okay, komm, du machst erst das Video, damit du noch das Tageslicht mitnimmst. Und dann machst du danach erst den Baum. Weil man echt jetzt schon wieder merkt, dass es schon wieder, ja, dunkel wird. Ich meine, ich mag das ja ganz gerne dann, wenn die Lichter an sind und so. Aber ich habe noch keine Lichter dran an den Fenstern. Ja, mal schauen, ob ich das heute noch alles schaffe. Bin noch ein bisschen entspannen nachher. Ich weiß nicht, wann fangt ihr denn so an zu dekorieren? Also wahrscheinlich noch lange nicht so früh wie ich. Ich bin da immer sehr früh dran. Wir haben zum Beispiel früher auch den Tannenbaum immer erst so am, ja, am 22., 23. gemacht. Also wir hatten, fängt das ja schon wieder an, schon früher einen künstlichen Baum. Ab und zu hatten wir auch mal einen echten, aber das war wirklich selten. Und den künstlichen Baum, den haben wir auf jeden Fall immer so erst so am, ja, 22., 23. erst gemacht. Ich weiß, ganz viele machen den auch erst immer an Heiligabend. Aber ich denke mir halt immer ganz ehrlich, also wenn man jetzt zum Beispiel einen echten Baum hat, wenn man den erst an Heiligabend macht, so, bis Jahresende ist nicht wirklich viel. Und dann, weiß ich nicht, am 6., 7., 8. irgendwie so einem Dreh rum werden die ja schon meistens wieder abgeholt. Und im Grunde, das sind 2 Wochen, so lang wie die Winterferien bzw. Weihnachtsferien, heißt es bei uns in NRW gehen. Ich sehe das einfach nicht ein, für 2 Wochen da den Baum zu schmücken. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Ich meine, klar, also in die Zeit, so zwischen Weihnachten und Neujahr so ungefähr, habe ich meistens frei. Aber ich bin ja dann halt oft am Schreibtisch und bin ja dann da, meine Sachen am Machen. Verbringe also gar nicht so viel Zeit im Wohnzimmer, wo ja der Baum steht. Und ich denke mir immer ganz ehrlich, für 2 Wochen, nö. Ich finde, das lohnt sich halt auch nicht. Auch mit der ganzen Weihnachtsdeko allgemein. Also deswegen fange ich halt immer so früh an. Einmal natürlich, weil ich Weihnachten liebe. Ich liebe Weihnachtsdekoration. Für mich ist das das Schönste im Jahr. Ja, aber wenn ich erst, ich meine gut, wenn man Anfang Dezember anfängt oder so zum ersten Advent, Adventskranz habe ich zum Beispiel auch noch nicht, die Kerzen habe ich schon hier stehen, aber die Sachen zum, also ich nehme immer so eine Holzschale, wo ich das reinmache, habe ich aber halt jetzt auch noch nicht gemacht, ne? Ich denke mir halt immer ganz ehrlich, für 4 Wochen ungefähr, dafür, dass man es dann im Januar wieder wegräumt, oder sagen wir mal 5 Wochen. Ja, dieser Aufwand in den Keller gehen, die ganzen Sachen raussuchen, dann gucken, was willst du dieses Jahr aufstellen, was willst du vielleicht dieses Jahr nicht aufstellen, die ganzen Sachen anschließend wieder runterbringen, was man nicht aufgestellt hat. Ich weiß nicht. Der Aufwand, ich finde, es lohnt sich halt immer nicht. Deswegen bin ich halt immer früh dran. Ich will halt immer möglichst lange was von diesen Sachen haben. Weiß nicht, ihr könnt ja mal gerne unten reinschreiben, wann ihr immer so dekoriert, wann ihr anfangt oder ob ihr gar nicht dekoriert, weil ihr kein Weihnachten an sich feiert oder ob ihr da einfach nur keine Deko hin macht oder so. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, das interessiert mich immer sehr. Ich bin auch in so Weihnachtsgruppen drin in Facebook, da ist das auch so, also manche fangen echt früh an, noch viel früher als ich. Das ist mir teilweise ein bisschen zu früh, aber die sind auch alle so verrückt da in der Gruppe, alle so weihnachtsverrückte Menschen. Also das sind genau die richtigen aufeinander getroffen. Und bei mir fängt das dann auch an. Hab ich wieder so ein Ding. Wenn ich quasi mit dem Schmücken anfange, dann mag ich halt auch hier so ein Weihnachtsmotiv painten oder so ein Wintermotiv. Es muss ja nicht mal ein Weihnachtsmotiv sein oder halt sticken, so wie ich jetzt diese Winterlandschaft sticke aktuell. Mit Perlen sticken. Das habe ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen angefangen, so als ich halt angefangen habe zu dekorieren. Da hatte ich halt Bock, ja, so eine Winterlandschaft finde ich ganz cool. Und im Diamond Painting sollen es halt dieses Jahr die Nussknacker werden. Mal gucken, wie weit ich damit komme dieses Jahr.
Dann kann ich das hoffentlich nächstes Jahr aufhängen. Und ich muss noch ein Diamond Painting aus dem Keller holen. Da habe ich mal so ein Bild gekauft von Diamond Painting Deutschland. Das hänge ich dann immer über das Bett. Da hängt aktuell der Bandscheibenvorfall, wie ich ihn liebevoll nenne. Auch ein Bild von Diamond Painting Deutschland. Das allererste, was ich bei denen gekauft habe tatsächlich. Und das packe ich halt immer in der Winterzeit, Winterweihnachtszeit runter. Und dann kommt da immer mein Winterbild hin. Das muss ich aber halt noch rauf und ist auch noch unten. Mein Perlenstickbild, was ich letztes Jahr gestickt habe, dieser Kranz auf Vordruck, der hängt schon in der Küche. Der hat dieses Jahr in der Küche seinen Platz gefunden. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den, glaube ich, erst dieses Jahr gerahmt. Ne? Ich habe den, glaube ich, letztes Jahr fertig gestickt und habe den, glaube ich, dieses Jahr erst gerahmt, sodass ich den noch gar nicht aufgehangen habe bisher. Aber dieses Jahr habe ich ihn dann das erste Mal an die Wand gehangen. Ja, ich würde das Video tatsächlich an der Stelle jetzt schon wieder beenden. Mich kribbelt das jetzt gerade total in den Fingern, den Baum zu machen, damit ich dann diese Nussknacker rausholen kann. Ich hoffe wirklich, ich finde die und muss nicht Ewigkeiten suchen. Weil ich habe das in so einer Kiste hinterm Spiegel. Und manche liegen, also die sind alle, was heißt liegen, die sind hochkant da drin gestellt, in so einer Kunststoffkiste und teilweise halt oben drauf. Und ich bin mir nicht sicher, ja, wo das Bild da genau ist. Mal gucken. Bestenfalls habe ich die Steine aufgerollt da drin. Aber sollte eigentlich bei den letzten Bildern, habe ich immer die Steine direkt dabei gelassen und habe die nicht rausgemacht. Anfangs habe ich halt die Steine immer genommen, habe die in eine Plastiktüte in so einen Zip-Verschluss reingemacht. Und habe die separat gelagert, aber das mache ich eigentlich nicht mehr. Sondern ich habe die eigentlich immer jetzt zusammen. Ja, mal gucken, das kribbelt mich jetzt in den Fingern, deswegen werde ich das jetzt hier beenden, werde jetzt schnell den Baum machen. Werde mir Weihnachtsmusik dabei anmachen, um ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und dann werde ich dieses Bild raussuchen und dann muss ich mal gucken, ob es rund oder eckig ist. Und dann, wenn es eckig ist, dann mit ABs, ansonsten halt... Ja, ohne, wobei, ich könnte mir das mit der Beats schon richtig cool vorstellen. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.